Das Leben ist voll von Gegensätzen und Konflikten. Bei Kindern wie bei Erwachsenen. Autofahrer, Radfahrer. Hundehalter, Jogger. Damit wir friedlich miteinander leben können, muss es Spielregeln geben. Egal ob Kinder oder Erwachsene, Familien, Schulklassen oder die Menschen eines ganzen Landes. Gruppen müssen sich oft auf etwas einigen. Wie kann man zu einer Entscheidung kommen? Und was hat das mit Demokratie zu tun? Normalerweise machen wir Schere, Stein, Papier. Also dann sage ich meine Meinung und dann stimmen wir immer ab. Manchmal, wenn mehrere Kinder dafür sind, dann machen wir das, wo mehrere Kinder. Wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, dann diskutieren wir uns so lange aus. Und wenn wir auf keine Idee kommen, fragen wir einfach den anderen. Die Lehrerin. Also die sagt, da gibt es eine Abstimmung und dann machen wir eine Abstimmung. Und ich finde es aber eigentlich sehr wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Rolle einer Lehrerin bin oder einer Betreuerin von einer Gruppe mit Kindern, dass einmal jeder zu Wort kommt, der zu Wort kommen möchte. Und dass man einfach einmal diese unterschiedlichen Blickwinkel auf die Situation auch kennt. Man muss immer beim Thema bleiben. Es muss immer um die Sache gehen und es darf nicht unfair werden. In einer Demokratie darf jeder in der Gruppe seine Meinung sagen. Manchmal wird so lange diskutiert, bis sich alle einig sind. Das kann aber auch sehr lange dauern. Wenn die Gruppe sehr groß ist, zum Beispiel in einer ganzen Stadt, wird das schwierig oder sogar unmöglich. Dann gibt es die Möglichkeit, abzustimmen. So kommt man schnell und effektiv zu einer Entscheidung, weil sich die Mehrheit durchsetzt.